Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Passend zur Weihnachtszeit habe ich eine weitere Leckerei für euch. Und zwar machen wir zusammen diese leckeren Kokosnusskugeln. Eine tolle Idee zum Verschenken an Weihnachten oder natürlich auch zum Selbstessen. Ich zeige euch jetzt, wie sie zubereitet werden, also bleibt dran. Ich verwende Mannerschnitten, Sahne, weiße Kuvertüre, etwas Rum, der ist aber optional, Kokosraspeln, Butter und Mandelkerne. Ich beginne mit der weißen Kuvertüre. Die wird einmal zerkleinert für 10 Sekunden auf der Stufe 8. Mit dem Spatel einmal kurz alles vom Rand runterschieben. Dann darf hier die Butter zusammen mit der Sahne dazu. Das wird einmal kurz aufgekocht für 2 Minuten bei 70 Grad Stufe 1. Zu der flüssigen Masse kommen nun die Kokosraspeln, die Mannerschnitten und der Rum. Und das wird jetzt für 40 Sekunden auf der Stufe 10 zerkleinert bzw. verrührt. Damit die Masse jetzt schön fest werden kann, fülle ich sie in eine Rührschüssel um und stelle diese für ungefähr 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Nachdem die Masse schön fest geworden ist, stelle ich mir die restlichen Kokosraspeln und die Mandelkerne bereit. Nehme jetzt immer etwas vom Teig weg, so viel, dass man den Mandelkern gut darin verstecken kann. Das rolle ich dann zu einer Kugel und wälze es anschließend noch in den Kokosraspeln. So fahre ich mit dem gesamten Teig fort, sodass am Ende ungefähr 40 Kugeln rauskommen, je nachdem natürlich wie groß ihr sie macht, und diese am besten bis zum Verzehr kühl stellen. Nun hoffe ich natürlich, dass ihr Lust bekommen habt, die Kokosnusskugeln mal selbst nachzumachen. Falls ja, dann schaut jetzt auf meiner Seite vanisküche.de vorbei. Dort könnt ihr das ganze Rezept natürlich nochmal nachlesen. Falls ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst mir doch gerne unter dem Video einen Daumen nach oben da, gerne auch kommentieren. Und dann freue ich mich natürlich schon auf das nächste Video. Bis ganz bald, eure Vanni.